Guten Tag, mein Name ist Arne Wiesens, ich bin Direktor der Universitätsaugenklinik Halle. Ich möchte Ihnen heute Herrn Menzel vorstellen. Er war über 39 Jahre blind, konnte also kaum noch was sehen. Handbewegung war möglich und ein Auge sah knapp 1%. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, ihn von dieser Erblindung zu befreien, indem wir eine völlig neue Transplantationstechnik gemacht haben. Herr Menzel, können Sie bitte kurz erklären, was Ihnen vor über 40 Jahren passiert ist und was Ihnen das Augenlicht genommen hat? Ja, ich habe 1985 einen Arbeitsunfall gehabt. Das war eine beidseitige Augenverätzung mit Ätznatron, also hochkonzentrierter Natronlauge, im Grunde über Nacht in einem Alter von 32 Jahren, vom 100%igen Sehen auf Null. Das war damals ein sehr schwerer Schicksalsschlag. Ich war dann über 10 Monate in einer Augenklinik, um die akute Behandlung zu machen. Aber letztendlich führte das dann zu dem Ergebnis, dass ich im Laufe dieser 10 Monate immer weniger sehen konnte und danach mit einem Sehrest von etwa 1% bzw. Handbewegung entlassen werden musste. Damals waren die Nottechniken, die in den 80er Jahren durchgeführt wurden, die Techniken nach Puczkowskaja. Man hat am rechten Auge zweimal solche großen Transplantate auf das Auge raufgenäht, die aber überhaupt nicht lange gehalten haben. Und darunter blieb die vernarbte Hornhaut bestehen und damit konnte man nicht sehen. Und unsere neue Technik in Halle, die wir erfunden haben, ist eine sogenannte modifizierte Transplantation, wo einfach die trübe Hornhaut in der Tiefe, die keine Stammzellen mehr hat, entfernt wird. Und dann wird obendrauf eine Lederhaut mit Hornhaut und Stammzellen rauftransplantiert. Und als wir dann die neue Transplantationsform der Hornhaut mit Stammzellen bei Ihnen durchgeführt haben, wie war das direkt nach der Operation für Sie? Sie waren am Nachmittag nach der Operation noch bei mir im Zimmer und haben die Augenklappe abgenommen und ich konnte ihr Gesicht sehen. Das war, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, das war einfach fantastisch, das war unglaublich. Das war ein Glücksgefühl, eigentlich kullerten die Glückstränen, ich muss das so sagen. Meine Frau hatte mich dann am Nachmittag des ersten Tages nach der OP besucht und ich war so aufgeregt. Und dann fiel mir am Abend ein, ich habe sie dann beobachtet, das erste Mal in meinem Leben meine Frau ins Gesicht gesehen, ihre Halskette erkannt, ihre Ohren, die Ohrenstecker erkannt. Und ich, wie gesagt, ich war so aufgeregt. Und am Abend habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, Martina, du bist die schönste Frau der Welt, die ich geheiratet habe. Ja, mein Herz ist übergequollen, das musste raus. Nach 40 Jahren. Nach 40 Jahren. Ja. Sehen kann. Und Herr Menzel war dann wirklich in der Lage, nach der Operation wieder 40% zu sehen. Und und jetzt haben wir ihn vor ein paar Tagen auch am linken Auge operiert, dort allerdings auch gleich noch kombiniert mit dem grauen Star. Ich brauche keinen Sechser mehr im Lotto. Mein Sechser, mein persönlicher Sechser war und ist die Augenklinik und das Team um Professor Wiesens. Das ist mein persönlicher Sechser.